Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, damit das biologische Recht des Nachmittags auch nach der spannenden Diskussion jetzt nicht vordringt, will ich zum Abschluss nur einige wenige Bemerkungen machen. Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit hat das Verhältnis von Freiheit und Religion zu einem ihrer drei Themenschwerpunkte gemacht. Und daran orientieren sich alle Veranstaltungen, die wir im Inland, das sind immerhin 1000 Veranstaltungen etwa, und in den 60 Ländern weltweit, wo wir aktiv sind, mit etwa 2500 Maßnahmen orientieren. Und der Anstoß, dieses Thema zu wählen, ist insbesondere aus der Auslandsarbeit unserer Kollegen in den 60 Ländern gekommen. Und diesen Umstand und diesen Vorschlag hat dann der Vorstand aufgenommen, weil das Spannungsfeld zwischen Religion und Freiheit auch von fundamentaler Bedeutung ist und in der Zukunft sicherlich noch wachsen wird. Denn es ist eine Binsenwahrheit, dass der Fundamentalismus in vielen Teilen der Welt alten Ideologien wie dem Nationalismus oder dem Sozialismus, dass er die einfach abgelöst hat. Und auch in Deutschland, und das ist ja hier erwähnt worden, haben wir in dem schon erwähnten Karikaturenstreit, in dem Mohammed-Film und der Debatte über das Beschneidungsverbot des Kölner Landgerichts gezeigt, welche Brisanz in dieser Fragestellung steht. Und deshalb haben wir in diesem 10. Karlsruher Verfassungsdialog uns vertieft mit der Rolle der Religion in der deutschen Gesellschaft befasst. Und ich denke, dass die Erkenntnisse, die wir hier gewonnen haben, uns helfen werden, die Debatte in der Zukunft kompetent und vor allen Dingen mit der notwendigen inhaltlichen Sorgfalt zu führen. Die Diskussion über das Verhältnis zwischen Kirche und Staat, Staat und Religion, kann aber in Deutschland nicht sinnvoll geführt werden, ohne Kenntnisse über die deutsche Kirchenverfassung. Und jetzt will ich, habe 6 Stunden lang hier mitgeschrieben, will ich nicht noch einmal auf die einzelnen Referate eingehen und das, was mir wesentlich daraus schien, hier wiederholen. Ich möchte nur auf einen Begriff von Professor Dirksmeier, der ja heute nicht hier sein konnte und der Grund dafür ist ein Todesfall in der Familie in Amerika und deshalb ist er am Dienstag sofort nach USA geflogen und deshalb haben Sie sich dankenswerterweise, Frau Kämmerer, so kurzfristig bereit erklärt, hier einzuspringen. Die Verfassung als Basis der Rechtssicherheit für alle Bürger ist der Rahmen, in dem sich unterschiedliche religiöse Geltungsansprüche begegnen können. Das ist der Begriff, den Herr Dirksmeier geprägt hat. Und die Geltungsansprüche anderer Grundrechte, wie der Meinungsfreiheit, der Freiheit der Kunst und der Wissenschaft, werden durch die Freiheit der Religion nicht relativiert. Was in Deutschland das Grundgesetz ist, das sind im internationalen Bereich die Menschenrechte. Und diese beziehen sich nicht auf den Glaubensinhalt einer bestimmten Religion. Menschenrechte sind nicht christlich, buddhistisch oder muslimisch oder atheistisch. Sie sind die Voraussetzung dafür, dass Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, Nationalität und religiöser Überzeugung friedlich und in Anerkennung der Rechte anderer miteinander leben können. Und sie dürfen nicht unter Hinweis auf Dogmen und heilige Schriften eingeschränkt oder verletzt werden. Und die Podiumsdiskussion hat uns heute einmal mehr vor Augen geführt, dass sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Religion bestehen. Für gläubige Menschen hat sie eine andere Bedeutung als für Atheisten oder Agnostiker. Aber der gemeinsame Nenner, der eine Brücke bauen kann, das ist die Akzeptanz für die Freiheit und die Grundrechte anderer Menschen.
Und das sollte unser Leitbild für die Zukunft sein, die Basis, auf der wir in diesem Land unser Zusammenleben organisieren und gestalten. Ich möchte mich auch im Namen meines Kollegen, des Vorsitzenden eben des Kuratoriums, Professor Jürgen Morlock, sehr herzlich bei allen Referenten und bei allen Diskutanten bedanken. Ich bedanke mich aber auch ganz besonders bei dem Moderator Karl-Dieter Möller, der uns durch alle Verfassungsdialoge geleitet hat. Sie merken selbst die exzellente Vorbereitung auf das Thema, seine Ausführung, seine Gesprächsführung und die Kultur, die damit ausgedrückt wird. Herzlichen Dank, lieber Dieter Möller, und ich verbinde damit auch die Hoffnung, dass wir Sie auch im nächsten Jahr wieder als Moderator hier gewinnen dürfen. Ich möchte mich aber auch bei den Mitarbeitern der Stiftung, bei dem Regionalbüro hier in Stuttgart, der Stiftung und bei der Reinhard-Meyer-Stiftung sehr herzlich bedanken für die Vorbereitung, bei unseren Dienstleistern, die wir hier eingestellt haben. Bei Ihnen allen, die Sie bei diesem herrlichen Sommerwetter hier ausgehalten haben, und darf nur ganz zum Schluss beim Rausgehen nochmal auf die ausliegenden Lektüre hinweisen. Schriftenreihe Position Liberal, Kirche und Staat in Deutschland, welchen Spielraum hat die Politik, und Freiheit und Religion sind kompatibel. Hinweisen, das liegt vorne am Ausgang. Bedanke mich bei allen. Guten Nachhauseweg. Applaus